find me. I'm on the high street, I got the best flow coming all rhyme me. I got the high grade and I spit grimy. See me on iTunes and it just buy me. So I'm rewinding, you can't get by me. I got a whole album and it's all by me. I roll with the Bible, Ryan and the baby. Now it's all. So, hallo liebe Leute zu einem neuen Video. Wie man sieht, wir sind wieder mal in der Werkstatt angelangt. Ich habe meinen Motorständer von Felix besorgt, danke auf jeden Fall mal. Ja, und der Motorblock ist aufgespannt. Gut, ja, es ist wieder mal eine Woche vergangen, ich habe Teile bestellt. Ich zeige euch gleich einmal. Auf jeden Fall. Wir haben einen kompletten Motortiefsatz. Dann habe ich mir bestellt Bläulager und Kohlwellenhauptlager, also verstärkt alles. Weil wenn ich gedacht habe, ich habe schon in der Hand, dann mache ich das gleich. Dann eine neue Wasserpumpe, Zahnriemen-Set eben und eine verstärkte Metallkopfdichtung, ja. Aber die haben leider die falsche Metallkopfdichtung geschickt und somit beginne ich von unten weiterzumachen. Also ich werde die Bläulager mal aufschrauben und das mal anschauen und die Bläulager mal tauschen, Kohlwellenlager mal tauschen. Ja, gut, dann gehen wir mal zum Motor rüber. Also wir stehen neben dem Motor, mehr oder weniger ist davon echt mehr viel übrig. Ja, ich habe gestern am Abend noch die Ölwannenschrauben gelöst und ein bisschen die Dichtung weggeschnitten und jetzt sind wir eigentlich bereit, einmal in so einen Motor von unten hineinzuschauen. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute das schon gesehen haben, einmal so über Video oder in echt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall dachte ich, ja, ich nehme gemeinsam mal die Ölwanne runter so, und schauen einfach da mal unten rein. Gut. Okay. Gut. Jo, die Ölwanne ist halt nochmal da unten. Und wie man sieht, sieht man da einen riesen Metallhaufen mit ein paar Schrauben drauf. Einen, wie hast du nochmal dazu gesagt, einen mikrofonartigen Rüssel, sonst irgendwas. Na. Spaß heute. Auf jeden Fall, so schaut ein Motor von unten aus, also im Kurbeltrieb. Und wie man es. Ich werde eh ein paar Teile nacheinander schon anders schrauben, eben, weil ich die Kurbel und die Haupt-, also Kurbelwellenlager mache und eben die Bläulager mache. Gut, also das ist das Ölfilternetz. Mit dem saugt der Motor unten in der Ölwanne an und treibt das bis rauf zu der Nockenwelle. Und eben, ja, das ist einmal die Ölversorgung vom Motor. Dann sehen wir hier mal vom dritten und vom zweiten Zylinder die Bläuel. Lager, also Bläuel überhaupt, und so schaut das aus, wenn sich der Motor dreht. Ja, auf jeden Fall, das sind die Ausgangsgewichte von der Kurbelwelle. Das Ganze selber ist die Kurbelwelle. Ich werde eh die kompletten Sachen da auseinandernehmen müssen und werde euch die einzelnen Teile nochmal zeigen. Auf jeden Fall nochmal, das war nur kurz ein Überblick von dem Ganzen. Falls, oder für die Leute, die sowas noch nicht gesehen haben, ja. Dann würde ich sagen, ich gehe es mal an. So, also ich habe jetzt diese Abdeckung runtergeschraubt von diesen Kurbelwellenlagern. Und wie man sieht, Nissan hat da damals schon ganze Arbeit geleistet und die Arbeit um einiges einfacher gemacht. Wie man sieht, die sind durchnummeriert, 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und ich habe das einmal rausgenommen und einmal abgewischt. Und ich habe bemerkt, dass die, naja, wie man sieht, die sind schon ziemlich eingelaufen. Also es ist kurz davor gewesen, glaube ich, dass die irgendwann einmal aufgeben. Allerhöchste Zeit geworden, dass wir sie tauschen. Auf jeden Fall, jetzt bauen wir die auch einer nach anderen aus. Und dann schauen wir, dass wir die Kurbel irgendwie rausbekommen. Und ich zeige euch, dass wir dann die Lager tauschen und alles. Gut. Es geht weiter. Und zwar, wir haben jetzt die Ölpumpe weggeschraubt. Dann haben wir hinten die Kurbel-Simmerring zum Getriebe losgeschraubt. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, liegt noch drinnen. Auf jeden Fall kann man jetzt die Kurbelwelle samt den Bläuel und Kolben und alles hinausnehmen. Aber zuvor habe ich noch die Bläuel selber gelöst und das ist bei dem Motor ein auch sehr, sehr großer Schwachpunkt, weil sobald man den Ladedruck erhöht oder irgendwas, beginnt die immer mal zu scheppern, aber eine gewisse Laufleistung oder einen gewissen Ladedruck. Und jetzt schauen wir uns die gemeinsam mal kurz an. Gut, dann nehmen wir mal das Bläuel, also die, ja, den Unterteil vom Bläuel in die Hand und gehen einmal kurz das Licht damit. Das schneiden mit dir? Nein. Gut, auf jeden Fall. So schaut ein Bläuellager aus nach 115.000 Kilometer.
Und man sieht auf die Verfärbungen von diesem Lager, also es würde wahrscheinlich noch ein wenig mitmachen, aber ja, wir werden es natürlich gleich tauschen und verstärken. So, und jetzt schraube ich über den zweiten Teil von die Bläuler runter und dann nehmen wir die Kohlwelle raus. Gut, also ich habe jetzt gerade die Bläulagerschale vom vierten Zylinder rausgenommen und die ist kurz vorher hinüber, jetzt haben wir gesagt. Fokussieren mal Kamera. Also wie man da reinschaut und sieht, es ist sehr, sehr knapp am Bläulagerschaden gewesen, nehme ich an. Gerade zu noch tauschen. Sehr gut. Gut, und jetzt probieren wir die Kurbel zum Ausnehmen. Ach du Schande. Ja. Bist du nicht. Gut. Das ist eine coole von C18. Jo. Gut, Kohlwelle raus und die restlichen Sachen. Jetzt kann man von unten einmal am Kolben schauen. Ja. Schaut gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall Nummer 4, wenn man schaut, ist immer sehr, sehr bedient. Ja, die sind, ja, Nummer 4 ist sehr, sehr mit Leidenschaft bezogen worden, das blaue Lager. Gut, und auf jeden Fall, wir werden jetzt eben die von der Kohlwelle die Lager machen und die blaue Lager selber machen. Und dann werden wir das Ganze wieder zusammenbauen. Jetzt sieht man das. Gut, also das ist ein Lagerbock von der Kurbelwellen, also von der Kurbelwelle eben. Und das ist eben das Lager drinnen, das alte. Und bevor man es halt neu halt einbaut, sollte man die ganze Schmierung und das Öl, alte Öl da wegwischen. Und erst wenn man die Kurbelwelle einsetzt ins Auto wieder, gibt man dann einen kleinen Öltropfen drauf. Auf jeden Fall trocken wischen, da ist eine Nut drinnen, da ist das neue Lager. Und das kommt natürlich genau da in die Nut hinein. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera. Da. Gut, dann gibt man das da hinein und drückt das dann gleichmäßig hinein. Das sollte dann reinflutschen und so sieht das Ganze dann aus. Ja, so viel dazu. Und das gleiche bei dem blauen Lager natürlich auch. Und dann schrauben wir das Ganze zusammen. Also, es ist etwas später geworden als gedacht. Ja, gut, der Motor zu meiner Rechten steht nur noch mehr fast leer da. Also es ist nichts mehr drauf. Fast. Fast. Gut, also. Ich habe jetzt die ganzen Motorträger weggeschraubt, links und rechts, damit ich da noch dazu besser komme und mehr Platz habe. Auf jeden Fall, ich habe die auch weggeschraubt, weil ich die ganzen Dichtflächen da überall rundherum säubern und reinigen muss, dass ich die Ölwanne wieder draufpicken kann nachher. Ja, was noch zum Beachten gibt, auf jeden Fall, ich habe jetzt die ganzen Kohlwellenlager ausgetauscht, die ganzen Bläulagerschalen habe ich schon ausgetauscht, auf allen beiden Seiten. Ja, und dann gibt es noch zu beachten, ich weiß nicht, ob man das sieht, kannst du kein Zweifel mit der Kamera, dass da ein Kupferring drauf ist, da, und auf der anderen Seite genau dasselbe, weil, gehen wir mal kurz zu der Kurbelwelle, da liegen die anderen Teile, auf jeden Fall, das ist die Kurbelwelle, und die Kurbelwelle arbeitet ja, wie soll ich das erklären, eine Kurbelwelle, also, gehen wir kurz zum Motorblock zurück, gut, die Kurbelwelle, arbeitet ja, sagen wir so. Und das ist ein Lager, weil die Kohlwelle auch nach vorne und nach hinten arbeitet. Zum Beispiel bei unserem Fall, wenn wir gerne die Kupplung schalten lassen, bewegt sich die Kohlwelle sicherlich ein wenig hin und her und deswegen sind diese Lager vorhanden. Ja, das war's für den Lager einmal. Ich glaube, das ist relativ verständlich gewesen. Und dann werde ich das jetzt einmal im Schnellverfahren wieder zusammenbauen. Wir sind in die Werkstatt rein, weil es draußen dunkel wird langsam. Ja, ein paar Sachen gibt es noch zu beachten. Ich baue jetzt den Motor gemeinsam zusammen. Also wir gemeinsam im Video. Ja, gut. Kommt mal kurz her. Bevor man die Kurbelwelle wieder einsetzt, oder ja, generell eben in dem Fall die Kurbelwelle, sollte man die ganzen Lager eben wieder schmieren. Dafür haben wir das bereitgestellt und wir werden da jetzt einmal leicht überall was drauf schmieren. Und dann werden wir die Kurbelwelle einlegen. Und sowohl auf die Kohlwellenlager als auch auf die blaue Lager kommt ein Ölfilm drauf. Und
gut. Dann holen wir die Kurbelwelle. Ach, guckst du schön? Wunderschöne Teil daher. Ich hoffe, du wirst das schön reinlegen können. So, da. Gut. Und die Kurbelwelle sollte eigentlich wieder vereint sein. So. Gut. Die Bläuel sind wieder auf ihrer Position. Und jetzt geben wir die Unterteile von den Bläuel drauf. So, dann kommen wir nochmal zu diesen super schöne Vorteile, was Nissan damals schon. Die haben anscheinend damals schon gewusst, dass du den Motor von anreißen musst und haben Vorarbeit geleistet. Auf jeden Fall schauen, wenn man das gut sieht, da steht Nummer 4 und Nummer 3 drauf. Und von daher nimmst du die genauso wie sie sind. Da ist 3, gibst die wieder drauf. Und da ist 4 und gibst den wieder drauf. Und so mit 1 und 2 natürlich halt eben auch. Und so weiter und dann bauen wir es weiter zusammen. Gut. So, jetzt fragen sich sicher einige, warum ich da überall ein wenig Öl drauf schmier. Ja, ich glaube, oder fragen sich das viele Leute. Ja, auf jeden Fall, wenn man das eben halt ausbaut, habe ich ja vorhin erklärt, dass man die ganzen Lager mal abwischt, und, also die ganzen Bauteile, und dann gibt man eben wieder eine frische Ölschicht drauf. Weil, wenn man den Motor startet das erste Mal, dauert es eine gewisse Zeit lang, bis wirklich überall Öl im Motor ist. Und deswegen gibt man mal das erste, damit mal der erste Kontakt mit Öl da ist, einmal einen kleinen Öltropfen drauf, damit das wieder im Öl ist und somit werden diese Lageroberflächen nicht beschädigt. Deswegen macht man das Ganze. Ich hoffe, dass man verstanden, wie ich das gemeint habe. Ja. Dann geht es weiter mit den Hauptlagerschalen von der Kurbelwelle, also die die Kurbelwelle in Position halten. Gut, dann hol ich die mal. So, das ist die Nummer 4. Kommt hier hin. Ja, und das Ganze so weiter, das machen wir jetzt, ich glaube, ich spule das kurz vor mal. Gut, und beim 3er habe ich mir vorhin gesagt, das ist das einzige Lager, was ein wenig anders ausschaut. Da hat man es mal in der Hand, da ist eine Kupferbeschichtung links und rechts außen, was die anderen eben nicht haben. Weil eben, jetzt sieht die Kurbelwelle drinnen, die Kurbelwelle fährt nach vorne und zurück. Also sie hat ein Spiel in sich auch, das heißt, sie fährt wirklich vor und zurück. Und deswegen hat diese Schleifringe da seitlich drauf. Ja. Also, ich muss leider heute hier aufhören. Ich habe jetzt die Bläuel, also die Gegenstücke zu den Bläuel, nur leicht angeschraubt, weil ich die Anzugdrehmomente nicht weiß. Ich muss mir die noch raussuchen aus dem Leitfaden und danach kann ich das jetzt wieder alles vervollständigen. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin einmal ein wenig, soll ich das erklären? Ein wenig den Motor, das Innere des Motors näher bringen können. Auch wenn es nicht vielleicht so ausführlich beschrieben war, aber man hat doch einiges gesehen, nehme ich an. Was gibt es noch zum Sagen? Ja, ich habe deswegen bei diesem Motor mal nur die Bläuel und die Hauptlager getauscht, weil ich weiß eben, dass das sehr große Schwachstelle ist. Und die Zylinderkopfdichtung halt eben auch. Und in dem Fall ist die Zylinderkopfdichtung eingegangen, also habe ich mir gedacht, das nächste, was eingehen würde, weil ich baue einen größeren Turbolader auch drauf. Ja, dass dann die Bläuel eingehen und die schauen wirklich sehr schlimm aus. Also dritter, vierter Zylinder sind wirklich kurz vor Bläuel geschaut, da habe ich echt ein riesen Glück gehabt. Ja, das so viel dazu. Auf jeden Fall, ich lasse den Motor eben jetzt dann nur mit Bläuellager, also nur neue Bläuellager und neue Kopfdichtung rein, weil ich mir gedacht habe, was man so liest und was man so denkt, also liest denkt, ja, dass der Motor eigentlich bis 300 PS aushält und mehr und darunter wird es wahrscheinlich eh sein, ich möchte nicht wirklich mehr damit fahren. Ich möchte es nur standhaft haben, mehr oder weniger. Und auf jeden Fall, deswegen lasse ich die Bläuel drinnen, die Kolben drinnen, der Kreuzschliff passt auch noch bei dem Motor. Also ich tausche nur ein paar Teile aus und schraube den Motor zusammen, dichte ihn neu ab, dass das alles halt Hand und Fuß hat und baue den Motor natürlich wieder ein. Ich hoffe, es haltet alles, weil ich würde. Es wäre fad, wenn das auf die nächsten 10 Jahre haltet. Also man dachte, das probieren wir mal aus, wie weit sowas gehen kann. Und ja, ich teste einfach, mich interessiert es einfach und deswegen lasse ich es jetzt einfach so, tausche die paar Teile noch aus, schrauben wieder zusammen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Zusammenbauen, einbauen
und wieder Gas geben in der nächsten Zeit. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Ich hoffe, wie gesagt, nochmal, ihr habt das damit lernen können. Und bedanke mich hiermit recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao. Yeah, taking my life, thinking it's right.